MacPixel, Folge 9, 8, 9, 10, wer weiß das schon. Ein nächstes Kapitel, oder? Ich glaube schon. Da unten können wir nicht rein? Machen wir das. Aber wo ist denn dann die dritte Runde von dem Ding? Aufs Häuschen zu? Vielleicht. Chapter 4, Round 2, Explodelicious. Ach. Das ist eine Hochzeit. Ja. Oder irgendwas mit Audi. Aber nur ein halber. Hä? Das ist wahrscheinlich eine Harry Potter Hochzeit. Okay. Theme Hochzeit und der hält da gerade einen Zauberstab hoch. Ich erkläre euch hiermit zu Mann und Rakete. Sie dürfen jetzt abheben. Warum? Danke. Was? 3 Pi Quadrat. Das sind Preise. Da brennt's übrigens oben. Ja, und jetzt überall. Was ist das? Das ist ein Fernsehstudio. Wetterbericht. Okay. Das ist doch die Oper. Theater. Was ist das? Nimm mir die Bombe weg. Gib mir das. Was ist denn das? Ja, aber das war's mir wert. Ach, guck mal, das ist schon wieder dieser Dragon Ball. Pokéball. War das übrigens gerade hier City Wong und City, diese bei South Park gibt es doch diesen Chinesen und Shitty den Fog. Nee, die heißen irgendwie anders. Das eine ist genau, Shitty Wong und Shitty Fog. Und wie heißt der andere? Weiß ich nicht. Eine Wasserpistole auf den Opa. Auf die Dosen. Er hat es wenigstens nicht mehr erleben müssen, insofern. Was machen wir bei der Hochzeit? Ist es Marilyn Monroe oder einfach nur eine Braut? Sind wir da eigentlich der Bräutigam? Ach, guck mal, was sie dabei hat. Die wollte es heute Nacht richtig knallen lassen. So. Ich kapp mal das. Nee, geht nicht. Ich nehme sein Schicks weg. Schicks Auto doch einfach weg. Oh. Ey. Ups. Falsch. Kamera treten hatten wir schon, oder? Ja. Ja, die Kamera, die Wetterfee drücken. Hi. Oder was auch immer er mit ihr macht. Ich manipuliere die Wetterkarte. Ah! Ah! Aber er hat auch Freude dran. Wir grüßen unsere Epileptiker-Zuschauer. Beste Definition von Oper, die ich jemals auf meinem Freundeskreis gehört habe. Na, da, wo sie Geige spielen, blöd, Mann. Aber nimm mal dem Opa in der Oper den Stock weg. Nein, so oder gib ihm. Ich gebe ihm das. Oh Mann. Das ist ein Kurbel, oder? Ich glaube schon. Shitty Fork. Dynamit in den Sumo. Ich glaube, er hatte Druck im Darm. Die Dosen wegschießen. Mit der Wasserpistole auf die Dosen schießen. Schwindelbude! Schwindelbude! Ich fordere die Schwindelstrafe. Was haben wir denn hier noch nicht gemacht? Nimm ihm mal den Zauberstab weg. Dankeschön. Gib ihr den. Ah. Ist sie wieder ein Frosch. Okay. Situation gelöst. Wie oft es halt einfach hilft, Bomben zu essen. Das ist halt eine Lektion. Das hilft aber auch mit dem Auto weg. Vielen Fresssäcken, die halt denken, sie hätten keine berufliche Perspektive. Bombenentschärfungskommando, wir gehen jetzt rein und zahlen. Nee, geht nicht. Wir fahren mit dem Auto weg. Ein kleines Spielzeugauto. Das hat nicht funktioniert.
verdammt. Ist auch ein Minivan, kein echtes Auto. Tja, wir können eine andere Wolke hin. Geben ihr die Wolke hier. Da muss ich Geige spielen, du Vollidiot. Jetzt die Kurbel ans Auto. Okay. Ein Spielzeugauto. Das gleiche Spielzeugauto, was an der Tanke stand. Ja. Den Opa kennen wir auch schon, unter anderem von der Straße. Auch. Und die Bombe stimmt, auch. Ist die Frau. Und die UFOs. Aber diesmal hängen sie oben. Da ist ein UFO. Einfach nur den Sumo anklicken. Böser Fehler. Den Pokémon-Ball dann auf den... Na, machen wir mal so, wenn es soweit ist. Ich kann mir das doch eh nicht merken. Viel zu viele Details. Was heißt denn das? Be right back. Super. Schieß mal drauf. Das ist doch die Lösung in den meisten Spielen. Tag gerettet! Woohoo! Cool. Jetzt drück mal die Kerze aus. Oder die Lunte, die da oben ist. Sehr gut. Das war einfach. Boom. Das finde ich aber das Beste in diesem Spiel. Diese eine, anderthalb Sekunden zwischen war es das jetzt oder nicht. Oh scheiße, wie viele Kombinationen wird es denn da geben? Keine Ahnung. Nimm mir mal die Bombe weg. Aber hat funktioniert. Ja. Da, wo sie Geige spielen, wurde gerettet. Den Ball aufs Dynamit. Ich hatte mich beim letzten Mal übrigens vertan. Das war gar nicht Voltoball, das war Elektroball. Ich verzeihe dir. Danke. Ich habe nicht gut geschlafen die ganze Zeit zwischendrin. Jetzt haben wir mal Regenwetter. Und auf sie. I'm only happy when it rains. Obwohl man wahrscheinlich mit dem Regenwetter... Oh, ist hier da gerade der BH runter, das Kleid ein bisschen runtergerutscht? Keine Ahnung. Ich glaube, die Regenwolken musst du auf die Kamera machen, damit die so. Lunte ausgeht. So. Da passiert immer das Gleiche. Wenn ich da rübergehe. Achso, okay. Also machst du mit der Regenwolke auf die Bombe? Ja, auf die Kamera. Obwohl es auch cool gewesen wäre, den Blitz, wisst ihr? Top! Den Blitz in sie einschlagen zu lassen. Ausprobieren. Das ist nur noch der dicke Sumo. Was machen wir mit dem dicken Sumo? Kannst du den Pokéball in die Menge schmeißen? Hast du den Pokéball schon auf ihn geworfen? Ja, ne? Ja, ja, so, ja. Auf seine Hose? Das hatten wir schon, oder? Ja. Ja. Merkwürdig. Merkwürdig. Mac-Pixel. Oh, hör bloß auf. Ich krieg schon wieder Hunger auf den Mackie. Zieh ihm doch mal die Hose runter. Ach, stimmt, das hätte ich machen können. Ist auch eine gern gesehene Option in dem Spiel. Ja. Ist auch in echt beim Sumo-Kampf immer gern gesehen. Ja, ja. Unnötige Gewalt. Top. Eine Kopfnuss. Vielleicht nur auf die Füße? Also wirklich nur auf die Füße klicken bei ihm? Geht nicht, ich kann nur die Hose ist das. Ich meine, das ist die Füße. Ja. Ja, geht auch nicht. Schauen wir doch mal im Hintergrund, ob irgendwo was geht. Scheiße. Er muss wieder diesen Pokéball essen. Ihm in die Hose? Ah, das ist eine Idee.
Ja! Ja, natürlich. Total wie ein großer. Da hätte man gleich drauf kommen können. Nochmal. Ja, Logo. Ihm kann man die Bibel wegnehmen, oder? Ja. Ihr geben. Ihr geben? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Weiche Satan, was man halt immer zur Braut sagen kann. Jetzt den Blitz einschlagen lassen, in sie. In sie. Naja, fast. Ich glaube, in dem Studio gibt es echt noch 1000 Variationen. Wenn du nur den alten Sack irgendwie mal anklickst, nimm ihm mal den Stock weg. Und nur ins Auto steigen? Das war wie in der Obstgartenwerbung. Ja. Herkömmliches Auto, Obstgartenauto. Wird auch nicht mehr gemacht, oder? Nee. Gibt's nicht mehr. Schade. Gibt ja auch keine dünnen Leute. Drück mal auf das, auf die zweite Position. Ah, da war es auch nicht drunter. Schwindelbude! Ja, was können wir hier denn noch machen? Zieh mal im Rock. Ihm. Hm? Sexy. Ist das ein Bein eigentlich im Vordergrund? Ich würde es lieber nicht wissen. Ja, die Sonne auf sie. Da freut sich der Hautarzt. Ja, bleibt nur noch die dritte Pappschachtel, glaube ich. Auch nicht da. Schwindelbude. Großer Betrug. Schwindelbude. Das waren noch nicht alles. Ist ja komisch. Kann ich hier den Rock hochziehen? Nee. Dann kommt die Bombe aus. Können wir ihm den Zauberstab abnehmen und dann auf ihn selbst richten? Haben wir das schon probiert? Regen auf die Wetterfee. Das hatten wir schon. Ja, und irgendwas passiert da vorne an ihren Nippeln. Also. Vermutlich hat es was mit Temperaturveränderung zu tun. Ja, weil sowas hätte man ja echt schon mal gesehen. Ja, also, ja. Diese Spiele denken sich das ja nicht aus. Drück mal den alten Mann. Thema wechseln. Jetzt machen wir das. Ach. Das ist übrigens auch genial, wie du von harten Nippeln ablenkst mit den alten Mann drücken. Danke. So, Zauberstab auf den... Okay. Ja. Geil. Irgendwie war es richtig. Wir können auch lauter Zeug auf die Kamera werfen, oder? Ja, eigentlich alles. Die Sonne hattest du allerdings schon. In beiden Varianten. Mist. Naja. Stimmt. Von allen Möglichkeiten, die es da gibt. Liar, liar, face on fire. Was können wir hier noch machen? Nur den Typen mal drücken? Nee, den. Ja. Ich will immer alle drücken. Free Hugs. Was ist denn das Grüne, was da auf dem... Das ist der Park. Was war das hier? Aha. Hä? Aha. Jetzt kommt's raus. Aha. Jetzt müssen wir uns durcharbeiten, oder? Einfach die oberen Wolken auf die Kamera. Das haben wir, glaube ich, schon. Zuckerwatte. Nee, das hat man noch nicht. Sicher? Ja. Die... Achso, jetzt sind wir nochmal da. Hm. Was ist denn da noch? Mit der Wasserpistole auf das zweite raufzielen? No. Wir müssen was noch beim dritten machen. Das jetzt hier das, genau, Licht an und aus auf die Kamera rauf.
Was ist das hier? Mhm. Oder macht er da nur diese... Achso, das ist dann schon die ganze Animation, ja, da kann man nichts mehr danach machen. Den Blitz dann danach nochmal auf die, ja, auf die Kamera. Das dürfte es dann aber gewesen sein, oder? Wasser hatten wir auch schon auf beide geworfen. Haben wir die Moderatorin dann mal so angetatscht? Weil sie gedrückt haben, meinst du? Ja. Was das jetzt und dann auf das dritte? Genau. Oh yeah! So, und was jetzt noch? Den Blitz auf die Kamera. Dabei hat die Kamera doch bestimmt schon Blitz. Liar, liar, pants on fire. Yes! McPixel! Ja, Ende Gelände. Und in der nächsten Folge gibt's das nächste Kapitel. So einfach ist das. Bis dann. Ciao.